Als wir also an der Enzerstelle eingetroffen sind, hat sich ein Bild gezeigt, dass ein PKW mit einem Motorroller kollidiert ist, und zwar frontal. Der Fahrer des Rollers hat sich dann im Feld befunden und der Fahrer des Fahrzeugs war noch im Fahrzeug und wurde dann von uns befreit, beziehungsweise er wurde herausgetragen und dann erst versorgt. Leider ist es für uns heuer wieder der erste Unfall mit einem Motorrad. Voriges Jahr wurden wir zu mehreren Unfällen gerufen mit Motoren, wobei manche tödlich endeten. Es wäre also wirklich positiv, wenn die Autofahrer bzw. die Motorradfahrer mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden, dass solche schweren Unfälle nicht passieren, die teilweise auch Unaufmerksamkeit vom Autofahrer oder auch vom Motorradfahrer passieren.